Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Ich zeige euch heute, welche Bücher ich gerade lese. Und am Anfang stelle ich natürlich wie immer die Frage, was ihr denn gerade lest, weil mich das interessiert. Sind das Neuerscheinungen oder sind das Sachen, die schon ewig bei euch im Regal standen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mag diese Momentaufnahmen total gerne. Also erstens drehe ich sie sehr gerne und gebe euch so einen Einblick in die Bücher, die ich gerade lese, zu denen ich noch kein Fazit habe. Und zweitens gucke ich das einfach auch bei anderen total gerne, was da gerade so aktuell auf dem Lesestapel liegt. Es gibt eine kleine Einschränkung. Ich produziere dieses Video nämlich teilweise vor, nein, eigentlich vollständig vor. Ich befinde mich nämlich gerade im Urlaub, wenn ihr das seht. Und deswegen kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, was ich zu dem Zeitpunkt des Videos gerade lese. Ich stecke allerdings in drei Leserunden, bei denen ich sicher bin, dass wir bis zum Zeitpunkt dieses Videos sicherlich noch nicht durch sind. Und von den drei Büchern erzähle ich euch jetzt gerne. Und dann würde ich euch empfehlen, mal auf meinem Instagram-Account vorbeizugucken. Ich werde versuchen, ein bisschen aktiver auf Instagram zu sein, während ich im Urlaub bin. Also euch erstens vielleicht ein paar Urlaubseindrücke zeigen und zweitens vielleicht ein bisschen aktuell halten, was ich gerade lese, wie es mir gefällt und so weiter. Alles so ein bisschen weniger produziert, sondern einfach eher spontan Kurzvideos, Fotos und so weiter. Genau, das ist so der Plan. Ich zeige euch trotzdem die drei Bücher, die ich in Leserunden gerade lese und die ich auch mit in den Urlaub nehme. Das erste fange ich gerade frisch an, das ist Liebe und Verderben von Kristin Hanna. Das wird oft qualitativ in einem Atemzug mit Die Nachtigall genannt. Also es gibt Die Nachtigall und Liebe und Verderben von ihr und dann kommt qualitativ lange schon mal eher nichts, was so die breite Meinung der Masse angeht. Und ja, Die Nachtigall war ja super. Wir haben dazu ein Hangout gemacht. Ich verlinke euch das gerne auch nochmal oben in der Ecke. Und das hier ist jetzt, glaube ich, relativ passend für den Herbst. Das ist eine historische Familiengeschichte, die so in den 70ern in Alaska spielt. Und es geht ganz viel um Traumaüberwindung und was das Trauma eines Menschen mit der gesamten Familie macht. Ich freue mich unglaublich auf das Setting. Also die anderen Bücher von Kristin Hanna, also ich habe noch zwei weitere von ihr gelesen, die auch so im Nordwesten angesiedelt sind der USA. Die haben das schon toll gemacht, aber Alaska ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich werde dieses Buch nicht mitnehmen. Das ist die gebundene Ausgabe. Es gibt, glaube ich, Liebe und Verderben immer noch nicht als Taschenbuch, auch noch nicht angekündigt. Ich habe mir das Hörbuch gekauft. Ich wollte einfach nicht dieses physische Buch mitnehmen und werde es als Hörbuch genießen und freue mich sehr auf den Austausch in der Leserunde. Ich hoffe, wie gesagt, dass es eher im Qualitätsbereich der Nachtigall ist und nicht im Bereich von Das Mädchen mit dem Schmetterling. Das war nämlich gar nichts. Ich erhoffe mir, dass es viel sinnliche Szenenbeschreibungen gibt. Also das kann Kristin Hanna total super, dass viel über Gerüche und Geräusche geht zum Beispiel. Ich hoffe da sehr drauf. Das ist sogar noch nach Die Nachtigall erschienen. Also sie hat das nach Die Nachtigall geschrieben. Und ich hoffe auf interessante Figuren und nicht Figuren wie in Das Mädchen mit dem Schmetterling. Jetzt höre ich aber auch auf mit dem Vergleich. Es ist was ganz anderes. Ich glaube, das ist ziemlich tragisch wird, ehrlich gesagt, und freue mich da aber sehr drauf. Das ist im klassischen Sinne noch kein Currently Reading, weil ich es noch nicht angefangen habe. Aber wenn ihr das Video seht, stecke ich mittendrin. Das nächste Buch, was ich mit in den Urlaub nehme, ist auch als Hörbuch nämlich, ist Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Das höre ich als englisches Hörbuch. Auf Script gibt es das verfügbar, aber die deutsche Übersetzung gibt es auch schon. Und das ist der erste Band einer Fantasy-Trilogie, die auf slawischer Folklore basiert. Also es gibt ganz viele, vor allem russische Einflüsse, Anspielungen auf russische Geschichte, veränderte Anspielungen auf russische Märchen, russische Sagen und so weiter. Da bin ich ungefähr jetzt auf der Hälfte und bin noch hin und her gerissen. Ich verstehe noch nicht so ganz genau, was die Richtung der Geschichte ist. Also es ist vor allem bisher die Geschichte einer Familie, die im Norden Russlands lebt. Damals Russ heißt dieses Reich damals. Und diese Familie lebt im hohen Norden und allein das ist schon mal ein absoluter Pluspunkt dieses Buchs. Es ist unglaublich winterlich. Also
die reden da auch ständig drüber, dass der Winter eigentlich nicht wie bei uns in unseren Breitengraden so 3 Monate dauert oder so, sondern praktisch vom frühen Herbst bis zum späten Frühling ist da immer Winter. Und das versetzt mich auch beim Lesen total in Winterstimmung. Ich kann euch wirklich nicht so richtig viel zum Plot erzählen, weil ich eben auch noch nicht ganz verstanden habe, in welche Richtung es geht. Diese Familie, die im Norden lebt, wird also aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also alle Familienmitglieder haben immer mal Erzählanteile. Und es gibt auf jeden Fall irgendwie so eine magische Familienvergangenheit. Also es ist zum Beispiel nicht ganz klar, wo die Großmutter überhaupt herkam. Die ist irgendwann aufgetaucht und die wurde auch immer kritisch beäugt und hatte wohl Fähigkeiten. Und das hat sich teilweise mit einer Generation übersprungen auch vererbt. Und es geht eben um die verschiedenen Familienmitglieder dieser Familie im Norden. Es geht aber auch um ihre Beziehung zu Moskau. Die ganze Geschichte spielt im späten Mittelalter. Und es gibt schon auch politische Verzweigungen und wie Menschen versuchen, Macht zu erhalten oder Gefahr abzuwenden. Also das ist ungefähr so der Plot. Ich bin wirklich noch nicht sicher, in welche Richtung es geht. Aber es ist sehr atmosphärisch. Ich finde, es ist vor allen Dingen sehr schön, wieder mal was anderes zu lesen als so High Fantasy, europäisches Mittelalter als Setting, was man halt so kennt als Fantasy Settings. Das hier ist jetzt was ganz anderes, vor allen Dingen auch mit den Anspielungen auf russische Märchen und Sagen. Das war ganz witzig, weil eine Anspielung mir erst klar geworden ist, nachdem ich im vergangenen Monat das Geheimnis der Schwimmerin gelesen habe. Da gibt es jetzt so eine Verzweigung, die irgendwie ganz witzig war beim Lesen zu entdecken. Genau, also Der Bär und die Nachtigall höre ich als Hörbuch und nehme auch die zweite Hälfte dann mit in den Urlaub und freue mich sehr darauf. Ich habe gehört, dass das Buch sehr langsam beginnt, dass die ganze Trilogie ein sehr langsames Tempo hat und erst mit der Zeit Fahrt aufnimmt. Von daher bin ich jetzt noch nicht so zurückhaltend mit Lob, weil ich das Gefühl habe, wahrscheinlich kommt der wirklich spannende Teil erst noch. Und ebenfalls als Hörbuch höre ich Band 2 des Spiegelreisenden-Quartett, also die Spiegelreisende, die Verschwundenen vom Mondscheinpalast von Christelle Dabot. Das ist der zweite Teil der 4 Bücher, die sich um Ophelia drehen. Und Ophelia lebt in einer Welt, wo unser Globus praktisch an einem Zeitpunkt in der Vergangenheit zerrissen wurde und die einzelnen Erdteile schweben jetzt so umeinander herum und auf den Erdteilen leben ganz unterschiedliche Familien, Stämme und Gesellschaften, die sich halt auf ihren abgeschlossenen Erdteilen völlig unterschiedlich entwickelt haben. Und Ophelia fühlt sich auf ihrer eigenen Arche, so heißen diese Erdteile, eigentlich ganz wohl. Sie hat dann aber keine Wahl und muss von ihrem Erdteil weg, nämlich auf die Arche des Pols, weil sie dorthin verheiratet wurde aus politischen Gründen, die sie selbst noch nicht ganz durchschaut. Und das ist ein heftiger Kulturschock, als sie dann auf die Arche des Pols kommt. Nicht nur, weil ihr Verlobter nicht so ist, wie sie das sich erhofft hatte, beziehungsweise schlimmer ist, als sie das in ihren Albträumen sich so ausgemalt hat. Nein, der ist nicht so fies, aber es ist halt erstmal Gewöhnungssache, den so langsam kennenzulernen. Und die restlichen Menschen auf dem Pol sind auch super fies und intrigant und egozentrisch und sie muss das irgendwie so navigieren. Das ist ungefähr so die Ausgangsposition dieser Reihe. Und Band 1 hat mir gut gefallen. Ich habe 3,5 Sterne vergeben, aber ich glaube, rückwirkend ist vor allen Dingen das, warum es mir noch nicht so gut gefallen hat wie jetzt Band 2, dass es noch keine Richtung gab, beziehungsweise Ophelia wurde immer einfach nur so hin und her geschoben. Und in Band 2 ist es jetzt so, dass sie eine Aufgabe hat und dass sie auch ein gewisses Rätsel auflösen will und dass sie anfängt, sich nicht mehr so gängeln zu lassen, sondern ihren moralischen Kern zwar behält, aber versucht, ein bisschen zu taktieren und in diesem Gefüge des Pols sich zu arrangieren. Das macht mir deutlich mehr Spaß, davon zu lesen, als jetzt in Band 1. Das Setting ist immer noch überragend, wirklich. Also so ungewöhnlich,
mit diesem, es hat oft, also die meisten Szenen spielen wie an so einem Hofstaat und es geht ganz viel darum, wer hat Macht und wenn derjenige in die Richtung guckt, was bedeutet das dann und wer spinnt welche Intrigen und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und aber so ein bisschen, es hat auch was Absurdes, weil es schon auch Magie in dieser Welt gibt. Wie gesagt, ich finde Band 2 bisher schon besser als Band 1 und Band 1 hatte mir auch solide gefallen und ich freue mich auf jeden Fall jetzt Band 2 dann auch irgendwann fertig zu lesen. Und Band 3, ich glaube, das heißt Der Turm von Babel, also es hat auch eine religiöse Anspielung, der kommt jetzt, glaube ich, auch dann im November schon raus, das ist gut, dann muss ich nicht so lange warten. Vielleicht kann ich euch doch noch von einem vierten Buch erzählen, bei dem ich davon überzeugt bin, dass ich zum Zeitpunkt dieses Videos, wenn ihr das seht, das auch schon begonnen haben werde. Und zwar Band 2 der Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson. Band 1 ist Der Kuss der Lüge, den habe ich wahrscheinlich dann jetzt abgeschlossen schon. Und der hat mich wirklich richtig gefesselt. Ich bin davon sehr begeistert. Ich finde, es ist sehr ungewöhnlich erzählt. Es geht hier um die Prinzessin Lia, die ein bisschen wie Ophelia auch aus politischen Gründen verheiratet werden soll mit dem Prinzen eines anderen Reichs. Und sie spürt zwar die Verantwortung, die sie für ihr Reich hat, aber sie will sich nicht so passiv machen lassen und sie will irgendwie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht so verkümmern, wie sie das schon auch bei ihrer eigenen Mutter erlebt hat. Und sie flüchtet am Abend vor ihrer Hochzeit. Und sie flüchtet und das scheint erst erfolgreich zu sein. Man kriegt dann aber beim Lesen mit, dass sie verfolgt wird und zwar von zwei Männern. Einmal von einem Attentäter, denn auf Lias Kopf wurde Geld ausgesetzt und der Prinz, den sie verschmäht hat, der darüber ziemlich wütend ist, weil er das Gefühl hat, sie hat sich etwas getraut, was er zwar wollte, aber sich nicht getraut hat und will sie konfrontieren damit, wie sie sich auch ihrer Verantwortung so entziehen kann und so weiter. Diese beiden Männer reisen Lia hinterher und wir wissen, dass es die beiden Männer gibt, also den Attentäter und den Prinzen. Und Lia trifft dann auch auf zwei Männer an dem Ort, wo sie sich zurückgezogen hat nach ihrer Flucht. Wir wissen aber beim Lesen noch nicht, welcher ist, also von den beiden Männern, die sie trifft. Und das zieht sich eine ganze Weile, bis man das herausfindet. Und ich hatte wirklich nach der großen Enthüllung das Gefühl, eigentlich müsste ich nochmal zurückgehen und die Szenen nochmal lesen, weil es wirklich relativ lange offen gehalten wird und beide Männer eigentlich für beide Positionen in Frage kommen. Es ist auch kein klassisches Dreiecksding, das fand ich ganz gut. Und was mich jetzt auch bei der Reihe wirklich dabei hält, ist Lia als Figur, weil ich das Gefühl habe, dass sie eine unglaublich interessante Herrscherin werden wird. Also bisher ist sie noch in Rebellion und im Widerstand und wehrt sich gegen ihre Verantwortung. Aber ich glaube, dass alles, was sie jetzt erlebt, dafür sorgen wird, dass sie in ihrem Reich eine sehr mächtige Frau werden wird und ich habe einfach sehr viel Lust, sie darauf bei dieser Reise zu begleiten und Band 1 ist dann jetzt beendet und Band 2 nehme ich mit in den Urlaub, auch wieder als Hörbuch und werde das auch in der gleichen Konstellation weiterlesen. Ich habe das nämlich mit Johanna zusammen gelesen, Band 1 jetzt und wir lesen auch Band 2 zusammen. Heute bin ich irgendwie so, erzähle ich so in Kreisen. Ihr Kanal heißt Leserausch, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Das war's jetzt. Ich habe euch also erzählt, welche Bücher ich derzeit noch offen habe, in denen ich immer nur einzelne Abschnitte lese und deswegen relativ langsam vorankomme. Aber das ist ja das Schöne in Lesegruppen, dass man dann über die Abschnitte auch sehr ausführlich sprechen kann. Wenn ihr wissen wollt, was ich aktuell sonst noch so nebenbei lese im Urlaub, dann könnt ihr gerne, wie gesagt, mal auf meinem Instagram-Account vorbeigucken. Ich gelobe Besserung, was meine Frequenz da angeht. Also ich versuche euch da ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, was ich so im Urlaub halt lese. Yes, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.